Am Samstag gewann die erste Damenmannschaft von EVONDO gegen die Brose Baskets aus Bamberg und fuhren somit den zweiten Sieg in Folge ein. Die treuen Fans, die sich am Samstag um 19 Uhr in der Willi-Jürissen-Halle versammelt hatten, bekamen ein spannendes Spiel zu sehen und freuten sich über das neue Selbstvertrauen des Oberhausener Teams. EVONBO gelang es, die Gäste schnell unter Kontrolle zu bekommen und so führte das Team zur Halbzeit mit 28:19. Sowohl in der Offense als auch in der Defense zeigte sich das Team selbstbewusst und gab die Führung erst zum Ende aus der Hand, als es eine Minute vor Schluss 49:49 stand. Doch das Team behielt die Nerven und gewann mit 53:49. Anschließend gab es noch eine kleine Autogrammstunde und den Austausch mit den Fans und Freunden der Oberhausener Spielerinnen. Das nächste Heimspiel findet am 17.01.2014 statt. Das Team freut sich auf seine Fans im neuen Jahr.